Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sapanautica. In der letzten Folge haben wir einiges tolles Zeugs bekommen. Und zwar haben wir, was ist das hier, ein Chlor, okay. Irgendein Chlor-Scheiß. Wir können jetzt, was können wir neu bauen? Zeig es mir. Da, Außenbeleuchtung, wuh. Und Batterieladestation, wuh. So, Aufzeichnungen. Okay, Tag 15, Tag 13. Da kommt jeden Tag was dazu, oder was? Ja, weg mit dir. Achtung, zunehmende Schädigung des Antriebskerns. Kurzstreckenscans zeigen, dass dieses Biom eine umfangreiche Artenvielfalt beherrscht. Bla bla. Notfall, eine Quantenexplosion. Wenn man an synthetische Nahrung gewöhnt ist, ist es ganz normal. Die Biomasse in diesem Bereich wird von Pflanzen dominiert. Ja. Signalkoordinaten unbrauchbar. Okay, Datendownloads, Überlebende. Verschollen im Weltraum in der Nähe des Planeten. Okay. Ja, Tauchdock. Das Tauchdock ist ein unverzichtbares Modul für Langzeiterkundungen. In seiner Hauptfunktion dient es als Trockendock für kleinere Fahrzeuge wie Seemotte oder den Krebs. Ah. Die große Hauptkammer enthält ein unter Druck stehendes Becken, welches direkten Zugang zum umgebenden Wasser bietet und ist standardmäßig mit Vorrichtungen zum Anheben und Aufladen von Fahrzeugen ausgerüstet. Ah, okay. Gut zu wissen, dann kann die Kackbratze mir da auch nichts mehr. So. Flüssigkeitsaufnahme ist genehmigt. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall noch für Nahrung, glaube ich, sorgen. Rettungskapsel. Und dann kennen wir ja heute unsere Ziele. Als allererstes holen wir natürlich erstmal die scannbaren Sachen ab und dann werden wir direkt. Ja. Dahin gehen. Halt, wir gehen zuerst zu der Kamera. Weil da bin ich positiv, dass wir da vielleicht einen Seegleiter bekommen, der für die kleinen Unterwasserfahrten recht praktisch ist. Und irgendwann haben wir unseren Zyklopen und dann fahre ich schön mit dem Zyklopen hier durch die Gegend. Da, oh, schön. So. Da haben wir komischen Penis. Energietransmitter. Okay, hier waren ja vier Stück. Auch so ein Magnetit. Okay, die kann ich nicht scannen. Ich kann jetzt nicht für jedes einzelne Bauteil jedes Mal zurückfahren, um da genau das Auge zu platzieren. Oh, zum Klob. Rumpf. Irgendwas. Fragment. Aber hier war halt noch mehr. Da. Modifikationsstation-Fragment. Nice. Andere Ding war auf der anderen Seite, ne? Ja, dann hätten wir die vier. Wenn ich den jetzt auch noch finde. Ich dachte, das wären alles so kleine, die nebeneinander sind, aber. Ne. Ach, da ist es doch schon. Jawohl, Modifikationsstation ist nun verfügbar. Sehr gut.
1000 Fische hier. So. Stimmt, ich finde die jetzt nicht mehr nach Hause, ne? Das ist ein bisschen uncool. Ah, da ist es doch. Alles gut. Eigentlich muss ich ein Auge immer hier drauf haben. Ich muss ein Auge drauf haben. Ich fand's witzig. So, weil das ist ja auch mein Signal, auch wenn ein Signal recht billig zu bauen ist. Egal. So, ab zu Kamera 2. Kriegen wir nämlich noch was für den Zyklopen. Und irgendwann haben wir Magnetit und dann können wir diese komische Scanner-Einheit auch in unseren Helm integrieren, glaube ich. Das wäre schon der Hammer. So, Schritt 1. Hierhin. Bioreaktor. Muss man erstmal wissen, dass man das auch scannen kann. Und jetzt gehen wir... Hier, wo war das? Naja, da wurde das Auge gezeigt. Sorry, Auge. Hier so rein. Reparaturwerkzeug benutzen. Schubkanone kennen wir. Mobile Fahrzeugstation kennen wir. Hallo? Okay, der will sich nicht scannen lassen, aber kennen wir auch. Modifikationsstation kennen wir auch. Und wie kommen wir da jetzt ran? Dann halt nicht. Nichts Neues. Schade. Krebsfragment. Das ist neu. Ach, den hatte ich gesehen, okay. Wir müssen einmal ganz kurz zurück und Sauerstoff tanken, dann können wir wieder rein. Oh Gott, ich bin hier raus. Aber ich habe trotzdem nichts, um mich zu wehren, oder? Kriege ich irgendwann mal eine Waffe oder so? Harpune? Eine Feder meinetwegen? Kann ich einen Tod kitzeln? Mir würde das reichen. Oh, ich weiß nicht, ob hier noch irgendwas ist, sonst müssen wir zurückkommen. Mit der Kamera quasi ein bisschen rumschnüffeln. Ist jetzt nicht der Hit, was wir hier alles finden, aber wenigstens ist das nicht mehr auf unserem Radar. Eine Milliarde Mal Laserschneider. Kann das sein, dass ich ihn hier gleich brauche? Bisschen ernüchternd das Ganze, ne? Hammer ist was anderes. Ja, da muss ich mich da als erstes drum kümmern. Schreibtisch. Drehstuhl.
Oh, hier noch so viel scannen, wie es geht. Oh, Datenkonsole? A Rack. Okay, der hat mich gereckt. Scheiße, ich muss hier jetzt raus. 30 Seconds. Ja, ich bin dabei. Ich werde hier aber höchstwahrscheinlich verrecken. Essen habe ich nicht zufällig dabei, oder? Egal, es hat noch ein bisschen Zeit. Sag mal. Geht zu? Ich hab noch eine Macke oder so. So, werden wir hier noch irgendwas finden? Komische Datenkonsole. Ah, Krebsfragment. Ah, oh, das ist sehr wichtig. 10%. 2 von 20. Dreh durch. Schade. Oh, Kommandostuhl. Könnte ruhig eine Essensration drin sein. Essensration. Kein Krebsarm mehr? Ja, schade. Aber ich brauche jetzt langsam wieder Luft. Schnell, schnell, schnell. Gott, ich werde doch niemals den Weg nach draußen finden. Nicht rechtzeitig, nicht mit meiner Koordinationsschwäche hier unter Wasser. Das ist mir egal. Oh! Okay, das reicht für den Anfang. Ich will mich da jetzt nicht dumm und dusselig suchen. Deswegen fahren wir jetzt kurz nach Hause. Ne? Gucken uns den Krebs an in Ruhe, Krebs in Ruhe an. Und dann werden wir zur Rettungsaktion schreiten. Und hier ist irgendwo tatsächlich eine Insel. Ist das diese Insel, die sich bewegt hat, die wir gesehen haben? Oder war das wirklich nur eine Fata Morgana? Ich meine, kann ja sein, dass man... Ich meine, in der Wüste hat man eine Fata Morgana und das ist quasi eine Wasserwüste. Genau soll. Hallo, Bro. So. Welches Konstruktionswerkzeug noch dabei? Modifizierungsstation. Fortgeschrittener Fabrikator zur Modifizierung von Überlebensausrüstung. Oh. Titan, easy. Diamant, easy. Blei, easy. Ja, so alles recht easy, ne? Erhöht die Reichweite einer Energiequelle. Und natürlich Möbel. Oh Gott. Ja, ich habe jetzt auch keine Zeit, Titanbahn herzustellen. Ich muss erstmal was essen. Erstmal was essen. Schwimm doch nicht weg, du bist mein Essen. Ah. So, le Boomerango-Fisch. Komm her. Junge. Mach mal keinen Stress hier. Seh nix. Ja. Nur noch dich. So.
Ab nach Hause. Aber ich drück die ganze Zeit. Scheiß Spiel. Ich drück die ganze Zeit und die sammeln sie nicht ein. Ich glaube, er hat Hunger. Okay. Alles in Ordnung. So, Fudern. Ich hab schon wieder... Oh, dieses Horst... Horst. Dieses Horst. Dieses Durst und Trinken, Hunger. Jetzt habe ich Hunger und Durst zusammengemischt und dabei ist Horst rausgekommen. Jetzt wissen wir, wie Horst entstanden ist. Einfach nur ein Mensch, der viel Hunger und Durst hat. Das ist der Horst. So. Nom, 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 nom. So. Was machen wir Titanbarren? Bisschen Platz sparen, ne? Muss sie auch sein. Dann... Wieso habe ich schon wieder keinen Platz? Ich habe hier echt Platzmangel, ne? So, wir gucken erstmal wegen Bauen. Das heißt, wir suchen uns einen Diamant. Und... Tischkoralle, Gold und Kupferdraht. Easy. Das heißt, wir brauchen nur den Diamanten, ne? Das ist das Einzige, was schwer ist. Wenn ich das richtig gesehen habe. Und Gold und Titanus können wir eigentlich jetzt schon bauen. Ich muss eh mein Zeug hier ein bisschen loswerden. Gold. Ah, da war doch die Titan drin. Titan. So, und wie macht, was macht man jetzt damit? Draußen aufstellen? Ich glaube schon. Tada! Was auch immer ich damit mache, jetzt habe ich jetzt mehr Energie. Keine Ahnung, was mir das gebracht hat. Und wir haben eine Sache vergessen. Nö. Nee. Da oben ist halt noch was und... Ja, wir schwimmen mal dahin, weil das ja in der Richtung der Rettungskapsel ist. Die werde ich, glaube ich, noch sehen. Was auch immer du bist. Dann schwimmen wir mal zum anderen Objekt hin. Dass ich alles da drin gefunden habe. Respekt an mich. Ist natürlich ein bisschen weit weg. Aber da das noch in der Reichweite ist, müsste ja auch die Kamera noch in der Reichweite sein, oder? Tragisch. Ich muss auf jeden Fall an einem anderen Ort auch nochmal so eine Station aufstellen. Vielleicht bist du ja der Seegleiter. Könnte sein. Könnte ein Seegleiter sein. Na gut. Das dazu... Der Punkt ist aber ganz schön weit weg. Heilige Scheiße. Er ist ja fast zu Hause bei mir, ne? Ich wollte gerade sagen, kann ich die Kamera greifen? Na gut. Das ist aber tief. Oder einfach nur weit weg. Ne, weit weg. Okay. Ach, guck mal, wie schön das ist. Hier kann ich dann irgendwann mal so einen Ausstieg machen. Könnte ich jetzt schon machen, aber... ein anderes Mal. Wieso verliere ich mehr Energie? Produziere nicht genug Energie?
Das ist ein bisschen kritisch. Aber ich habe doch dieses energieeffiziente Ding jetzt. This is Lifepod 3, uploading our coordinates. We're plugging some holes in our emergency sea glide. So if we're late for the rendezvous, don't panic. Also, don't go home without us. Seriously. 3 out. Signal location uploaded to PDA. Tja, sehr schön. So, Modifikationsdingskirchens. Hier haben wir auch noch ein paar. Und dann Energietransmitter erhöht die Reichweite einer Energiequelle. Weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Thermalklinge. Kocht und sterilisiert kleine Organismen zum sofortigen Verzehr. Will ich? Jetzt. Sofort. Ich brauche Pilze. Ich könnte jederzeit einen Fisch töten und den essen. WTF? Boah, ist das cool. Ah, wir haben keine Energie, weil es momentan einfach dunkel ist. Ich verstehe. Ah, wo sind die Pilze? Da. Nehmen wir ein paar mehr mit. Kann man immer gebrauchen. Scheibenkoralle. Davon braucht man auch ein bisschen was, ne? Bin ich jetzt blöd? Also will ich eigentlich... Keine Ahnung, wieso ich zu Fuß unterwegs bin, aber auch egal. Muss ich halt kurz schwimmen. Thermalklinge, wie cool! Oh. Jederzeit essen und trinken. Nicht nach Hause zu müssen. Wunderschön. Also rein theoretisch brauche ich dann eigentlich nur mich und meine Seemodde. Und wenn ich was bauen will, ja gut, dann ist das halt so. Aber eines Tages habe ich die Zyklop und dann geht's ziemlich ab. Wir müssen natürlich auch ein bisschen auf unsere Energie achten, ne? So ist es ja nicht. 255. Weltmesser. Was ist die komische Thermalklinge? Ach, sag bloß, das kann ich erst denn immer. Ah, das Upgrade-Werkzeug. Klar, logisch. Aber gut zu wissen, gut zu wissen. Das freut mich. Ja, jetzt haben wir zumindest schon mal alles organisiert für den Fall der Fälle. Ah, ja, ja. Okay, kurz gesagt, wir haben Glück. Ja, schön. Krebs. Das ist ein Kampfanzug. Geile Nummer. Signalboje muss ich auch. Es könnte auch die Signalboje sein da hinten, ne? Ja, gut. Thermometer kann ich noch einbauen. Ja, schade. Ich hätte gerne. Jetzt bin ich natürlich voll. So, ich würde sagen, Freunde, wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge und dann werden wir nämlich losschwimmen zur Rettungskapsel 19. Und dann haben wir da hinten noch Rettungskapsel 3 und Tiefen. Die ist genauso weit weg, ne? Ja. Na gut. Haut rein, euer Zero. Tschüss.